Ja, Leute, und weiter geht's mit Let's Play Knights of the Old Republic. Und ja, wir sind immer noch in der Kanalisation. Wir haben mittlerweile Big Z bzw. Zalbar und Mission befreit. Beziehungsweise Mission ist ja schon ein bisschen länger bei uns. Und wir werden jetzt diese Gegend, sagen wir es mal so, noch ein bisschen weiter untersuchen. Ja, genau, renn durch, ey. Oh Gott, ey. Na gut, dafür brauche ich jetzt nicht neu zu laden, aber das war schon ein bisschen doof. Komm, nimm mal so ein Selbstheilungskit hier. Naja. Das ist natürlich der Nachteil an den Viechern, wenn sie um mir da durchrennen. Aber gut. Solange sich das jetzt nicht hier wiederholt, ist es in Ordnung. Abgetrennter Arm. Oh, wie nice. Sag mal her. Ein Big Data Pad und dreimal sind die. Warte mal, Synthetis. Ja, auf jeden Fall Duft. lass mal sehen. Was haben wir denn da? Okay, ja, komm, das lesen wir mal ganz kurz. Laut diesem Data Pad wollte die geheime Big in den Stützpunkt der schwarzen Vulka eindringen. Interessant vor allem ist. Interessant ist vor allem folgender Eintrag. So. Wir haben eine Substanz mit dem Geruch der Lieblingsbeute von Ragnors oder Rancors, meine ich, synthetisiert. Das ist jetzt das Wort, was ich meinte. Wenn wir den Köder richtig einsetzen, können wir den Rancor vielleicht vergiften. Ah, sehr schön. Damit könnte man also arbeiten. Dieser kleine Apparat enthält eine seltsame stechende, riechende Substanz. Ah, okay, sehr cool. Die brauchen wir da also für bestimmte Zwecke. Diese bestimmten Zwecke werden wir noch nicht jetzt machen. Da werde ich mal ganz kurz die Biege machen. Mal ganz kurz schnell speichern. Denn da liegt nicht umsonst ein abgetrennter Arm und keine Leiche oder sonst was, sondern wirklich ein abgetrennter Arm. Denn da wollen wir dann erst später hin. Oh, hi. Was haben wir denn da? Ein paar freie Erfahrungspunkte. Naja, gut, fast. Ja gut, aber wir treffen schon ganz gut. Ja, die haben uns einmal getroffen. Ist doch eine gute. Ist auch eine gute Bilanz. Bilanz. Wie auch immer. Skelettierte Leiche. Ja gut, nehmen wir gerne mit. Okay, dann bleibt uns jetzt wohl keine andere Wahl, als nach da unten zu gehen. Und ja, der große Raum lässt schon auf was vermuten. Deswegen werde ich mal ganz kurz hier zwischenspeichern. Und ja, ihr habt schon gesehen. Das ist ein Randcore übrigens. Mit dem sollte man sich nicht unbedingt anlegen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie man diese Substanz einsetzen kann. Hier unten scheint es ja nicht zu sein. Ich nehme trotzdem mal so ein Energieschild. Aber man kann zum Beispiel mal ganz gut hier so eine Splitterbombe Wer immer hinlegen. hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. So, was ich außerdem machen könnte, wäre hier zum Beispiel eine Gasmine oder sowas. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Ja, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt. So, was wir jetzt machen, ist einfach mal eine Betäubungsgranate. Die anderen können ja währenddessen einfach mal, weil sie da in der Nähe sind, eine Splittergranate werfen. Und sie ist jetzt nicht in der Nähe. Sehr Ja. schade. Aber auch nochmal eine Splittergranate. Okay, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ja, genau, renn erstmal in die Richtung. Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Das ist relativ nah. Wobei, ich gehe erstmal. Nein, Angriff abbrechen. So, dann würde ich erstmal sagen, das hier. Sie kann mal eine Schallgranate werfen. Und wir gehen erstmal auf Abstand. Wenn wir nicht jetzt schon tot wären. Okay, er ist auch tot. Was machen wir denn da jetzt? Also wir sehen schon, den sollte man nicht unterschätzen. Nicht unbedingt. Kann man das hier so hinlegen und nein, kann man nicht. Okay, da müssen wir also anders rangehen. Also einfach ist er nicht, seht ihr schon.
Der macht eigentlich, ja, sofortigen Tod, wenn er einen einmal trifft. Dann machen wir das mal so. Hier liegen schon zwei Splittergranaten. Dann können wir das also so nutzen, indem wir einfach mal ein bisschen herangehen, eine Splittergranate werfen. Er wirft auch eine und sie wirft auch eine. Klar. So, da müssen eigentlich alle drei gleichzeitig ankommen. Und dadurch kriegt er doch schon mal gut Schaden. Was ich dann mache, ist am besten einfach nur abhauen. Die können da so ein bisschen draufhauen. Ja? Nein, hau da ab. So, und jetzt werfen wir da nochmal eine Granate drauf. Ah, der hat nicht so wirklich getroffen. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Einfach alles an Granaten drauf, was möglich ist. Ja komm, mach doch. Na, die soll werfen, ey. Aber die ist auch doof, ey. Na gut, normal. Also das mit den Granaten war schon mal nicht schlecht. Betäubungsgranate haben wir gemerkt, bringt nicht ganz so viel. Ja, ich hätte nochmal speichern können hier. So. Ja, ich denke mal, so Minen sind schon mal eigentlich auch nicht schlecht. Da müsste man aber eigentlich ein bisschen heran. Apropos heran. Hier seinen so, Fuß speichern. Hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. So, und dann würde ich, wie gesagt, gerne Granaten werfen. Also so. Ah, jetzt habe ich zu früh geworfen. Die anderen sind jetzt noch nicht mal dabei. Na gut, das kann ich nochmal neu laden. Ich weiß es nicht, die Funktion für Schnellladen. Ich glaube, ich habe die irgendwo verlegt, dass ich da nicht aus Versehen drauf komme. So, Splittergranate. Splittergranate und machen wir mal eine Schallgranate. So, und dann könnte man eigentlich sowas wie einen Geschicklichkeits-Enhancer oder sowas machen. Klar. Ja, machen wir das mal so. So, dadurch kriegt ihr schon mal gut Schaden. Dann mal hier ein bisschen was drauf. Hier können wir nochmal eine Schallgranate hinwerfen. Danach vielleicht nochmal eine Splittergranate. Klar. Und da auch nochmal eine hin. So, jetzt ist er tot. Also unserer. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie sollen wir den denn besiegen? Ich glaube, ohne Granaten wird das sowieso gar nichts. Ich kann ja mal gucken, allein so an Schusswaffen, ja, wie viel Schaden man da macht, wenn man trifft. Mal angenommen, man würde treffen. Da macht man so ziemlich gar keinen Schaden. Oder wir haben einfach noch gar nicht getroffen. Ey, die treffen so ein Riesenviech nicht. Wie kann das denn passieren? Verstehe ich gar nicht. Da ist so ein dickes Haus vor denen und die treffen das nicht. Ab wann kommt es denn? Ab hier, okay. Ja, ich glaube, sowas hier macht auch nicht viel Sinn. Ja, könnte. Na gut, ich glaube, ich muss mal ganz kurz... Ja, ich lade nochmal schnell neu. Und dann machen wir das mal anders. Wir gehen jetzt mal noch ein kleines bisschen ran. Ja. So, bis nach hier circa. Splittergranaten. Klar. Ah, diese Mine, ich muss sie nochmal wegmachen, tut mir leid. Das dauert jetzt gerade ein bisschen. Ah, die Mine ist ja echt doof gesetzt. Ich meine, so direkt da. Muss nicht sein. Also ich mach mal das Schild drauf. Er kriegt mal einen Geschicklichkeitsenhancer. Was? Damit er vielleicht besser ausweichen kann. Ja, sie auch nochmal. So, dann könnte man besser, wenn überhaupt, so Minen hier hinlegen. Jemand wird leiden. Jemand wird leiden. So, dann gehen wir ein bisschen heran. Klar. So, und dann würde ich einfach mal sagen, wir werfen mal nur Schallgranaten, weil ich glaube, die haben mehr Schaden gemacht. Ich meine, dass wenn die 30 Schaden gemacht hätten, ach, 20 Schaden gemacht hätten. Ja? Oder? Nö, nicht wirklich. Gut, dann können wir das so machen. Wir werfen nochmal eine Granate. Jetzt vielleicht nochmal. Wow, jetzt kommt er. Hau doch ab! Ach Gott.
Hat jetzt die Mine eigentlich Schaden gemacht? Ach, ich weiß es nicht. So, bau die nochmal ab. Hallo, abbauen. Achso, ich bin noch im Dingsmodus. Machen wir das so. Ich gehe hier hin, schwache Gasmine, die wird wahrscheinlich. Wer immer nicht hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Die wird wahrscheinlich nicht viel machen. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Ich hoffe, dass man da nicht selbst auftreten kann. Aber scheint nicht der Schock. Wer immer hier seinen Fuß Fall sein. Hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Wer immer hier seinen ich weiß Fuß es langsam, danke. Kriegt einen kleinen Schock. Alter, Vater. So, schnell speichern. Und dann gehen wir ein bisschen näher ran. Wow, da kommt er schon. Scheiße. Ah, Neuladen. Das muss perfekt werden. So, ich kann ihn von hier treffen. Gut. Er kann ihn auch treffen. Dann machen wir das mal. Splittergranate. Also, jetzt kann sie ihn nicht so gut treffen. Ja, dann heißt das ist eigentlich schon wieder unnötig, weil die Granate kommt zu spät an. Ach, egal. So. Das ist echt scheiße. Was? Ja gut, kannst du wieder vergessen. Neu laden. Das ist unglaublich. So. Splittergranate. Er ebenfalls Splittergranate und sie ebenfalls eine Splittergranate. Was? So, und dann versuche ich immer hier irgendwie so durchzulotsen. Boah, der ist echt scheiße, ne? Der hat noch nicht mal einen Schaden bekommen. Okay, wenn er da durchläuft, dann kriegt er ordentlich Schaden. Halten wir fest. Heißt also, hier kann ich eigentlich alle Minen hinlegen. Ich meine, ich brauche eh keine mehr. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Jetzt wisst ihr auch, immer hier seinen Fuß hinsetzt, wofür ich diese ganzen Minen und sowas aufgehoben hab. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Ja, ein kleiner Schock ist gut. So, dann machen wir das wieder so. Splittergranate. Moment. Oh, jetzt treffe ich die wieder nicht, weil die Minen davor sind. So, jetzt machen wir mal eine Kryo-Bahn-Granate. Das ist eine Eisgranate, die hält den Gegner fest, wenn sie trifft. Die wahrscheinlich hier wenig Schaden macht, beziehungsweise gar nicht trifft. Doch, sie kann sogar treffen. Oh, jetzt ist er schon fast tot. Bleib doch hier, Kollege. Ja gut, da können wir eigentlich das so machen, dass wir dann noch eine Granate hinwerfen, wobei ich nicht denke, dass wir die jetzt noch brauchen. Ja? Ja, jetzt habe ich die. Ja? Was machst du denn, Kollege? Ey, du bist so doof, ne? Hm? Ja, super. Ey. Dafür bezahlt ihr. So, endlich. Boah, meine Güte, ey. Ich meine, was dieses Serum da bringen würde, weiß ich auch nicht. Kann man vielleicht verkaufen einfach. Jetzt komme ich hier nicht mal mehr an die Minen. Ah ja, an die Überreste muss ich mich noch dran kämpfen. Die Haut wahrscheinlich so dick ist. Ja, Überreste? Hä? Ja? Ist jetzt einfach nur weg, oder was? Leichenstapel? Ja, den kennen wir schon. Egal. Entfernen wir erstmal alles. Na, komm. Ist doch ganz praktisch, dass man die wieder mitnehmen kann, falls man die nicht benutzt hat. Immerhin das geht. Da muss man doch Überreste herausbekommen. Das war das, was wir kennen. Ist nicht noch irgendwie was? Gibt's doch gar nicht. Naja, egal. Hauptsache, wir haben es geschafft.
Das Scheißding, ey. Ja, mit der Kryobandgranate geht's dann doch. Ja, komm. Sehen wir uns ja. Egal, komm. Wir haben gerade einen Ankor besiegt. Jetzt kann niemand mehr stoppen. Was niemand. Na kommt schon. Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh komm, jetzt verreckt mir doch nicht, ey. Das war's für euch. Dass sie einfach nie treffen, ey. Das regt mich total auf. Na komm, heil dich. Danke. So, und jetzt hau ich mal richtig auf die Fresse. Das kann auch gar nicht so schwer sein. Und hier hinten macht auch nichts, ne? Klar. Boah, ey, komm, das ist ein so ein Typ. Ihr werdet ihr auch wohl treffen. Danke. Immerhin geben die auch Überreste. Naja, Energieschilder. Dann können wir denen immerhin denen hier geben. Einen für jeden. So. Schwarze Vulkanbasis. Okay. Das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Dann speichere ich jetzt hier erstmal. Muss ich mal ganz kurz gucken. LP9. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn Zahlbar ein bisschen rumbackt. Und wir die ganze Zeit durch die Gegend gucken. Yeah. Das sieht geil aus. Na, Zahlbar, geht's dir gut? Ah, ich glaube, er hat sich nicht gefangen. Das sieht echt scheiße aus. Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also Leute, haut rein. Ciao.